Das ist geschehen, YouTube. Herzlich willkommen. Heute zeigen wir euch den neuen Odin, der Rework. Und der ist ganz smooth geworden. Er hat ein Schild. Hau mal drauf. So, und das ist halt so, hat man mal das Schild gesehen. Mach du mal das Schild an. Box ich mal drauf. Boah, der hält ordentlich was weg, ne? Oh ja. Dann wurde bei ihm der Jump geändert. Also Damage macht er 341. Odin springt auch sofort los. Also sein Jump ist sehr, sehr smooth geworden. Wenn man das Schild anmacht und dann jumpt, dann explodiert das Schild beim Aufprall. Geh mal ein Stück zurück, dann jump ich mal auf dich drauf. So, hast gesehen, ne? Jump mal einmal zu mir mit dem Schild. Und man sieht, wenn ich drücke, der Typ jumpt sofort. Was? Da ist keine Wartezeit mehr, früher hat er das ja so gemacht, er hat ja seinen Speer einmal kurz gedreht und dann ist er erst hochgejumpt. Hier jumpt er instant. Da wird nicht gewartet, da wird nicht lang gefackelt, da wird auf die Fresse gehauen. Seine Passive ist, jetzt, wenn ihr, ich töte dich mal in dem Ring, wenn ich jemanden in dem Ring töte, dann bekommt Odin passiv 5 Physical Power dazu. Das heißt, das bleibt für immer. Das kann mal 10-mal stacken, das heißt 5-mal 10, richtig, 50. Das heißt, ihr bekommt 50 Physical Power dazu, aber die Gegner müssen im Cage getötet werden. Neu auch bei dem Cage ist, die Cooldown ist ja lächerlich, ne? Hast du mal gesehen, 39 Sekunden, wenn du ein Cooldown-Item kaufst. Ehrlich? Ja, ne, 2 Cooldown-Items, einmal 25 und einmal 10. Ja, ich habe jetzt gar keins und habe 60 Sekunden. Ja, und ich habe einfach mit Cooldown-Items habe ich 39 Sekunden. 39. Was bei seiner Ulti jetzt gemacht ist, wenn ich die hinstelle, können Gegner, komm her zu mir wieder, können Gegner Basic Attacks also durch die Wand machen. Das glaube ich geht. Das geht, ne? Feel does block attack enemy inside the ring have their... Okay, wait. Odin summers wall and spears of block his and enemy movement. But alias may move freely. Also das heißt, er kann hier, geh mal durch da, durch die Wall, kannst du nicht, ne? Mhm. Ich kann da auch nicht durch, aber die Leute, die in meinem Team sind, die können da durchlaufen. Wo gib ihn, was? Ja, man kann das Schild halt als Dev-Item benutzen. Guck dir mal deinen Attack-Speed an, oder? Mein Attack-Speed ist geslowed. Wie viel hast du? Und, warte mal. Ach so, guck mal, wenn du die Dings durchmachst, warte, mach mal gleich nochmal die Ulti, ich mach mal bei dir einmal Ulti. Wie viel Movement Speed hast du jetzt? 533. Und jetzt? Immer noch 533. Ach so, dein Attack Speed ist gelowert. Ja. Ich hatte 1,21 statt 1,81. Ja, aber dann ist das ja für mich kein Solo-Laner mehr, sondern eher ein Support. Ja, relativ. Wenn er den Attack-Speed slowt, welcher Solo-Laner hat denn Attack-Speed? Aber das ist... Ach so, guck mal, das explodiert auch so, oder was? Wenn man das nicht kaputt macht, das Schild. Ach, guck mal, wenn du das Schild kaputt machst, ne, hast du gesehen? Dann, warte mal, mach das mal nicht kaputt. Ja. Genau, dann explodiert das. Oh, aber das Schild ist nicht gerade kräftig, ne? Nee, nicht wirklich irgendwie. Bonus Damage, 25%. Ja, ist interessant. Aber ich weiß nicht. Also mir gefällt der neue Odin nicht so. Ja, mir. Ich habe Odin auch vorher nicht gemacht, aber... Also vorher, wo Odin wirklich noch passiv, dass du Physical dazu bekommst und so, da war das noch gut. Da war das noch gut. Naja. Gut. Schreibt mal eure Kommentare dazu und das Video, was ihr von dem neuen haltet. Wir haben jetzt mal ein bisschen was gezeigt dazu. Könnt ihr euch mal auslassen, was ihr von der Passiven haltet, von der 1, von der 2, von der 3, die 2 mit der 1 kombiniert, wenn das platzt, und dann halt auch mit der Ulti, dass jetzt Kollegen von euch da durchgehen können. Was ich gut finde,
Weil dann wirst du nicht mehr eingesperrt von irgendeinem so abgefuckten Odin-Spieler, der nicht weiß, dass man das Ding nochmal drücken kann, dass die Zäune wieder runtergehen. Da gibt's ja so ein paar Spezies. Die ballern dann die Ulti und dann stehst du da drinnen. Die kann man ja... Ach so, guck mal, die kannst du gar nicht mehr ausmachen. Mit dem Drücken. Das geht nicht. Ja, ja. Also wenn du reingehst, bist du da selber mitgefangen. Bist du selber mitgefangen. Du kannst da nur rausjumpen. Du kannst den aber nicht ausmachen. Tja, dann war's das. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder. Tschüss, bis dann.